was nun die Computer Integrated Mikro- und Makrologistik, kurz CIM, angeht, immer just in time. Wir sagen marktorientiert, Stillstand ist Rückschritt, langfristig disponiert auf die gemeinsame Vision und Zeichen der Firma. Wachstum, Wachstum, Wachstum in eine neue Dimension unserer gemeinsamen Organisation. Mit einem Wort: Global, Kapital, Finanz, Innovations, Akkumulations, Netzwerk, Beschaffungs-, Produktions-, Absatz-, Logistik, Schnittstellen, Transformationsprozess, Management, Discovery, Integrations-, Fusions-, Diffusions-, Permanenz-, Perfektion. Sich investieren, nicht diskutieren, mit ganzem Einsatz im Büro. Willst du kein Flop sein, dann musst du top sein. Und who is who? Das ist das A und O. Man muss die Eins sein, darf keine Zwei sein. Denn vorne an, das ist nicht hinterher. Man muss das wollen, was andere sollen. Und das früher, früher, früher. Das gibt es hier nicht mehr. Oi! Herzlichen Dank, Sebastian Lohse und die feine Gesellschaft. Komm, gib nochmal einen Applaus. Dankeschön. So, liebe Genossinnen und Genossen, alle Delegierte, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit beratender Stimme, alle Gäste, alle Vertreter der Medien, seid ihr, seien Sie uns sehr herzlich willkommen. Ich begrüße alle sehr herzlich beim Bundesparteitag der Partei Die Linke hier in Dresden. Herzlich willkommen. Wir begrüßen natürlich auch heute wieder und sind froh darüber eine ganze Reihe an Gästen, an Vertreterinnen und Vertretern der Parteien, Gewerkschaften und Verbänden. Wir haben die Freude, 21 Genossinnen und Genossen aus 15 europäischen Ländern zu begrüßen. Ich glaube, darüber sind wir sehr froh. Ihr seid alle sehr herzlich willkommen bei uns. Wir begrüßen sehr herzlich die Vertreterinnen und Vertreter des diplomatischen Korps und ich begrüße noch einmal sehr herzlich die Medienvertreterinnen und Vertreter. Wir alle erhoffen uns und wünschen uns eine faire Berichterstattung von diesem Wochenende. Ich will kurz vorstellen, wer hier vorne Platz genommen hat. Auf der ersten Tagung des dritten Parteitages haben wir ein Tagungspräsidium bereits gewählt. Hier für die erste Runde haben jetzt Platz genommen. Links von mir Silvia Gabelmann, Nordrhein-Westfalen. Rechts von mir Heidi Knake-Werner für das FDS und Alexandra Eriksson für Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Matthias Höhn. Ich bin für den Parteivorstand hier. Und wie es bei uns gute Tradition ist, die Rede zur Eröffnung hält der Vorsitzende, die Vorsitzende des gastgebenden Landesverbandes. Heute hier ist das Rico Geppert, der Landesvorsitzende von Sachsen. Liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste des Bundesparteitages in Dresden, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, ich freue mich sehr, Frau Oberbürgermeisterin, dass Sie heute hier auf diesem Bundesparteitag der Linken die gastgebende sächsische Landeshauptstadt persönlich repräsentieren. Sie hatten ja im Zusammenhang mit dem Elbehochwasser, das in Dresden fast wieder
die Marke des Jahrhunderthochwassers von 2002 erreicht hatte, als erste Frau der Stadt, weiß Gott, mehr als genug zu tun. Umso mehr möchte ich mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, den Parteitagsdelegierten und unseren Gästen aus dem In- und Ausland zu begrüßen. Seien Sie herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen euch, den Delegierten, hier in Dresden, in der Landeshauptstadt Sachsens. Ich denke, dass es richtig und angemessen ist, zu Beginn unseres Parteitages an die Menschen zu erinnern, die in den letzten Tagen bei Weitem nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Mitteleuropas Opfer des Hochwassers wurden. Sie verdienen Solidarität und Unterstützung. Es hat in der vergangenen Woche ernsthafte Fragen gegeben, ob es möglich, angemessen und richtig ist, den Bundesparteitag heute und in den nächsten 2 Tagen stattfinden zu lassen. Angesichts der katastrophalen Auswirkungen des Hochwassers in diesem Jahr eine berechtigte Frage. Ich denke, es war eine richtige Entscheidung, den Bundesparteitag in Dresden stattfinden zu lassen. Es wäre ein Zurückweichen vor den Fluten gewesen. Und so viele Menschen haben sich in den letzten Tagen, wenn auch nicht überall erfolgreich, gegen die Wassermassen gestemmt. Da kann die Linke nicht weichen. Ich möchte an dieser Stelle, ich glaube, im Namen von euch allen unseren Dank an die vielen Menschen aussprechen, die sich in gelebter Solidarität erst der Flut entgegengestellt haben und nun deren Folgen für die Betroffenen zu mildern versuchen. Ob an den Deichen oder zur Unterstützung, die letzten beiden Wochen haben bewiesen, dass in diesem Land nicht Egoismus und Eigennutz die Herzen der Menschen regieren, sondern Gemeinsamkeit, gegenseitige Unterstützung, selbstlose Hilfe, eben kurz Solidarität. Und genau diese Solidarität können wir überall erleben, in Bayern und Sachsen, genauso wie in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, wodurch das Hochwasser Gefahren ausgegangen sind. Ein Dank dafür all jenen, die als freiwillige Helferinnen am Deich, als Ehrenamtliche im Katastrophenschutz, als freiwillige Feuerwehrleute oder als kaffeekochende, kuchenbackende Unterstützerinnen und Unterstützer in Aktion gewesen sind. Wo und was auch immer. Dieses Handeln ist der Beweis, dass in diesem Land Solidarität und Gemeinsinn eine Zukunft haben. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, der Parteivorstand hat eine kurze und übersichtliche Erklärung zum Dank an die Helferinnen und Helfer und zu ersten notwendigen Konsequenzen aus der Hochwasserflut vorgelegt, von der ich hoffe, dass sie der Bundesparteitag heute ohne ganz großes Prozedere vielleicht verabschieden kann. Als Zeichen dafür, dass wir auch heute und morgen als Linke eben nicht im eigenen Saft schmoren, sondern unsere Politik inmitten der Gesellschaft entwickeln, ausgehend von den Sorgen und Nöten, von den Interessen der Menschen hier im Land. Und es wäre eben nicht nur ein wichtiges Signal für alle betroffenen Menschen, sondern auch ein guter Auftakt für unsere Beratung zum Bundeswahlprogramm in den nächsten 2 Tagen. Immer mit den Füßen fest auf der Erde linke Politik zu entwickeln, immer praktisch und realitätsbezogen und immer mit Herz und Verstand an der Seite der Menschen in diesem Land, dann und nur dann haben wir Linke die Chance, um Mehrheiten für unsere Politik zu ringen. Wenn wir unserem Wahlprogramm am Sonntag zeigen können, dass wir links und deshalb realistisch und dass wir links und deshalb vernünftig sind, dann wird dies für unser Wahlergebnis im Herbst die beste Voraussetzung sein. Liebe Genossinnen und Genossen, diesen Bundesparteitag zu eröffnen, ist mir auch unter den ja ringsherum sichtbaren widrigen Umständen eine große Freude. Denn natürlich muss es immer weitergehen. Fast überall haben die Aufräumungsarbeiten längst begonnen. Und ja, natürlich, die Linke macht sich eben nicht aus dem Staub, wenn es eng wird. Wir Linke haben da seit Jahrzehnten unsere Stärken und Erfahrungen.
weil wir eben nicht im Elfenbeinturm oder im stillen Kämmerlein aktiv sind, sondern dahin gehen und da sind, wo das wahre Leben ist. Sachsen hat ja auch schon im Vorfeld dieses Parteitages zur Lebendigkeit der Partei beigetragen. Mit 38 Änderungsanträgen des Landesverbandes zum Wahlprogramm. Dass sich der Parteivorstand davon 28 zu eigen gemacht hat, werten wir Sachsen natürlich als gutes Omen für den Verlauf dieses Parteitages. Den Sachsen verdanken wir ja manches. Wenn es nicht die Menschen in Sachsen gewesen wären, die 1989 massenhaft demonstrierend durch die Straßen gezogen sind, könnte ich heute nicht mit Oskar Lafontaine in einer Partei sein. Dieses private Glück hatte zwar einen enormen Preis. Die Ausgrenzung unserer Landespartei war in den 90er Jahren und auch noch danach in Sachsen härter als in den anderen ostdeutschen Bundesländern. Inzwischen wird aber selbst in Sachsen ernsthaft öffentlich über die Möglichkeit einer rot-rot-grünen Mehrheit nach der nächsten Landtagswahl gesprochen. Und das ist auch gut so. Und wer eben nicht nur im Parlamentssessel und im Managerbüro oder in Redaktionsstuben verweilt, der hat schon lange begriffen, dieses Land braucht die Linke, dieses Land braucht soziale Sicherheit und dieses Land braucht soziale Gerechtigkeit. Deshalb Glück auf! Deshalb Glück auf, vorwärts und seid herzlich willkommen, macht euch an die Arbeit, habt auch ein bisschen Spaß hier in Dresden, liebe Genossinnen und Genossen.